daraus. Wir sind wirklich in einer, was man auf Englisch viel besser nennt, eine Dead-End-Street, die wir jetzt eigentlich zum Mittelpunkt unserer Welt erklärt haben. Es ist aber nicht. Es gibt tausende Möglichkeiten. Die Geschichte der Menschen ist reich an Weisen, ob es Chinesen sind oder Inder oder Perser oder was immer, oder Griechen. Und Menschen haben immer gelebt. Sie haben so gelebt, wie sie eben leben können, mal gut, mal schlecht. Glücklicher, glaube ich, um dieses eigentlich dumme Wort zu verwenden, als wir jetzt sein können. Aber wir haben uns diesem Positivismus, Materialismus, Reduktionismus zugewendet und erklären das als die einzige Heilung. Die Wissenschaftler sagen mir, nur mehr Forschung kann all das Übel heilen, das die Forschung erzeugt hat. Also Verschmutzung durch Pestizide und so weiter. Ich glaube weniger Forschung sicher nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube fast, dass Gesundbeten vielleicht nützlicher wäre. Oder irgendeine Tätigkeit, die wenig Geld kostet und viel innere Energie verwendet. Ich bin kein Fachmann, um das Wort zu verwenden, auf diesem wie auch auf allen anderen Gebieten. Aber ich glaube nicht an die allein seligmachende Kraft der Naturforschung. Und ich glaube, dass die westliche Welt einen großen Fehler macht, das zu forcieren. Ich bin bei Gott nicht für die Abschaffung oder Schließung von Instituten, Gott behüte. Aber Sie sagen, das richtige Maß muss wieder gefunden ein werden. Ein Maß, ja. Ein anderes Vorzeichen. Das Maß, würde ich sagen, des folgenden Jahrhunderts. Es hat mehr große Wissenschaftler gegeben in der Periode 1850 bis 1900 als in der folgenden. Die großen englischen Physiker, Rayleigh, Kelvin und so weiter, Maxwell, Boltzmann. Es hat so viel gegeben. Nur waren sie langsam. Diese Menschen haben auch Bergausflüge gemacht manchmal. Sie sind vielleicht sogar manchmal unter Wochentags nicht ins Labor gekommen. Undenkbar. Jetzt wird alles, ist alles ein Dienstleistungsmechanismus und man leistet Dienste, ich weiß nicht für wen, Aktionismus, 10.000 Publikationen am Tag, aber richtig, eigentlich ja. Kein großer Durchbruch mehr. Ja, schauen Sie, ich habe einen früheren bedeutenden Forscher gekannt, der hat, glaube ich, 200 Arbeiten pro Jahr publiziert. Er hat es mir erzählt und habe ich gesagt, das ist ja nicht schwer. Sie schicken 100 Arbeiten ein mit den Ergebnissen und weitere 100 Arbeiten, in denen Sie alles zurücknehmen. Dann haben Sie 200 Arbeiten. Er war sehr böse auf mich. Aber das war meine Erklärung dafür, wie man 200 Arbeiten. In der besten Zeit hat mein Labor keine 7 oder 8 im Jahr zustande gebracht. Wenn Sie sich anschauen, wie zum Beispiel auch die Fälschungen in der Forschung zunehmen. Das ist eine jetzt, Folge des Ganzen. Nur das damit Ergebnisse produziert werden, richtig, nur damit neue Gelder reinkommen und man weitermachen kann, dann gehört das da rein, glaube ich auch, in dieses Phänomen. Ein Self-Fulfilling-Organism, der einfach existiert, weil er existiert, der seine Lebensberechtigung, seine Existenzberechtigung daraus ableitet, dass es ihn gibt und wie schrecklich es wäre, wenn man ihn jetzt abschaffen würde. Und es wird dann alles eben zu einer schweren Operation, weil man ja wirklich das nicht beschränken kann. Wenn man weniger Geld hergibt, fliegen hunderte Assistenten hinaus. Und man möchte doch diesen jungen Leuten nicht Übles tun. Ich würde fraglos beschränken die Anzahl von Studenten auf verschiedenen Gebieten. Ob es Organismen gibt, die berechnen können, wie viel wirklich gebraucht wird, um ein gewisses Niveau einzuhalten, weiß ich nicht. Aber damit schränken Sie die Freiheit vieler Menschen ein, die studieren wollen. Meine Freiheit war immer eingeschränkt. Das ist schon wieder eine Sache. Ich war nie im Leben ein freier Mensch. Entweder musste ich arbeiten, um mich zu erhalten, oder war alles Mögliche verboten aus anderen Gründen. Ich leugne diesen Ruf nach Freiheit, der ertönt von rechts, links, oben und unten, Osten und Westen. Hat mir nie irgendetwas gesagt, denn ich habe mich wirklich nie frei gefunden. Aber man kann eben so existieren. Ich meine, die Galeerensklaven in Rom haben auch manchmal heitere Lieder gesungen, wahrscheinlich, wenn man sie nicht gepeitscht hat. Kann es sein, Herr Professor Chagaff, dass das Überwuchern der Naturwissenschaften und der Technik, wie Sie es eben sehr gut und sehr interessant beschrieben haben, vielleicht auf die gleiche Ursache zurückgeht, wie zum Beispiel das Eintrocknen der Kunst und der Literatur und der Musik in unserer Zeit? Sicher. Ich glaube unglaublich nicht. Viel Aktion,
Es wurden noch nie so hohe Preise für Bilder erzielt, durchaus auch für mittelmäßige. Es wurde noch nie, gab noch nie so viele Musikfestivals, aber es gibt eigentlich keine zeitgenössische Musik und auch keine interessante zeitgenössische Kunst im Augenblick. Das ist jetzt sehr pauschal gesagt. Ich habe selbst auch sogar schriftlich gesagt, was Sie jetzt sagen, muss aber natürlich sagen, dass ich nicht weiß, wer da im Verborgenen zugrunde geht. Es ist denkbar, es ist wahr, die meisten Genies, was wir jetzt Genie nennen, wurden zu ihrer Zeit erkannt. In der Wissenschaft sicherlich, denn niemand wird ausgegraben. Es gibt keine naturwissenschaftliche Archäologie sozusagen. Aber sogar in der Kunst. Sie mögen nicht sehr reich gewesen sein, aber die großen Namen, die wir noch groß nennen, ob es nun ein Vermeer oder ein Rembrandt oder ein Michelangelo ist oder ein Mozart oder was immer, waren zu ihrer Zeit erkannt. Infolgedessen ist es wahrscheinlich wahr, dass wir jetzt sehr arm sind an großen Erscheinungen dieser Art, denn wir wissen es sonst. Ich glaube, das ein und andere hängt zusammen, wie Sie mit Recht sagen. Ob es davon kommt, dass zu viel Geld für die Wissenschaft und zu wenig Geld für die Kunst geben wird, das glaube ich nicht. Oder dass vielleicht überhaupt, es ist schon Geld da, auch für Kunst, aber vielleicht ist gerade das Schädliche. Vielleicht ist der Markt einfach so übermächtig, dass bestimmte Dinge gar nicht an die Oberfläche kommen und dass auch Mittelmäßigkeit mit viel Geld nach oben geschwemmt wird und dass das die wahren Genies einfach abschreckt. Das ist durchaus richtig, aber ich würde doch sagen, aus meiner Jugend kann ich viele Namen nennen von Künstlern, ich meine, ob es Klees oder Villard oder Bonnard oder Picasso natürlich und Braque und so weiter, die man als groß erkannt hat, und da habe ich ja gelebt schon. In der Musik, Schostakowitsch, Bartok, auch eine Anzahl. Jetzt ist es wirklich still geworden. Wir haben ein paar Techniker der Komposition, Theoretiker wie Boulez und so weiter, aber wir haben eigentlich, wenn ich lese, dass schließlich die Schubert-Lieder in den Wiener Salons gesungen wurden, und Schubert war ja bei Gott kein sehr berühmter Mann, dass die Arbeiter in Wien aus dem Figaro geträllert haben, dass wenn Mozart im Don Giovanni etwas aus dem Figaro zitiert hat, das alle in dem Publikum verstehen konnten. Das wäre jetzt nicht der Fall. Wenn mir jemand etwas aus einer Henze-Oper vorspielen würde, würde ich doch wirklich nicht den Schimmern des Erkennens auf meinem Gesicht zeigen. Ich würde es nicht erkennen als Zitat. Wir leben in ziemlich sturen Zeiten. Und die Sturheit, die Öde, die Dumpfheit ist fraglos durch die Überemphase auf die Zerfaserung der Natur teilweise zurückzuführen. Viel größere Momente waren wahrscheinlich der Zweite Weltkrieg, der ja auch ein technischer Krieg war. Aber und im Ganzen die Katastrophen unserer Zeit. Lässt sich das zurückdrehen? Nein, ich glaube nicht. Es lässt sich der berühmte Paradigmenwandel, von dem Kuhn schreibt, Wissenschaftsphilosoph, das tritt ein alle paar hundert Jahre, und das ist wahr. Es ist denkbar, ich kann mir vorstellen, eine Gesellschaft, die aufhört, sich für das zu interessieren, was wir Naturforschung nennen. Vielen Dank, Herr Professor Chagas.